Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicle 2. Wir sind im letzten Part hier in Dingens hier von Samyma stehen geblieben und haben uns das Dorf gar nicht richtig angeguckt. Ich meine, ich habe jetzt in der Zwischenzeit noch ein bisschen trainiert, ein bisschen die kleinen Nebenquests gemacht, bin mit Rex auf Stufe 28? Ja, 28 gekommen. Mit Nia 29, Tora 28 und die waren damals auch 29. Und wie ihr seht, habe ich eine neue Klinge gezogen. Weil ich habe mir gedacht, so, hey, ich habe 27 Kernkristalle, die alle, bis ich die alle verbraucht habe, vor allem, dass es ja immer so zufällig ist, bis man die kriegt, habe ich mir gedacht, ich öffne die alle. Und da war halt nur eine seltene Klinge dabei und das ist Agathe gewesen. Ich habe sie jetzt drinne, weil ich sie noch ein bisschen trainieren will, weil sie halt eher am Angriff ist. Der andere Dude, den ich vorgezogen hatte, der ist ja, wie heißt der? Godfrey, genau, der ist ja eher auf Abwehr, wie er unten rechts sieht. Dementsprechend ist er für Rex zumindest jetzt noch unbrauchbar, denke ich. Naja gut, auf jeden Fall brauchen wir keine Abwehr. Wir sollten sowieso Tora als Charakter haben, der die Wut auf den Gegner zieht. Dementsprechend brauchen wir erstmal keine Abwehr, sondern gehen lieber auf Angriff. Und lassen die ganze Zeit die Wut auf Tora zählen. Aber gut, wir gucken uns erstmal hier so ein Dorf um. Da kann man schlafen. Hier sind komische Leute unterwegs. Wir meinen, wir sind hier. Wir wissen ja, wo wir hin müssen. Da unten der rote Punkt markiert ist hier ganz gut auf Karte. Ja, macht die Karte noch größer. aber sonst gibt es hier eigentlich noch nicht so viel zu tun. Da oben ist ein Schatz, wo ich noch gerade keine Ahnung habe, wie ich da hinkomme. Ich muss wahrscheinlich hier irgendwo rum. Auf Fischen habe ich echt keine Lust mehr. Wir gehen echt die Ideen aus, was ich heute machen könnte. Ach, echt? Ja, ich bin aus Torika-Gässchen. Da hat man kein Gold für Spielsachen, also muss ich mir anders die Zeit vertreiben. Am liebsten gehe ich hier ins Mimoma-Theater. Das erreicht ihr, wenn ihr die Treppen immer weiter nach oben folgt. Kinder dürfen einmal pro Monat kostenlos rein. Einmal pro Monat ist allerdings gerade viel. Nicht viel, da können die nicht zwei oder dreimal draus machen. Ja, was dieses Symbol drauf hat, das habe ich immer noch keine Ahnung. Ich werde mal reingucken, reinfuchsen in die ganzen Funktionen. Ich meine, wir sind hier auch noch relativ am Anfang. Vielleicht schaltet sich das alles gegen keine Ahnung was frei. Aber gut, ich habe hier auf jeden Fall die kleinen Mini-Missionen hier gemacht, die man hier machen konnte. Da musste ich halt auf der Map noch ein bisschen rumlaufen, ein bisschen sammeln, ein paar Krabben töten. Nicht sonderlich viel. Eigentlich war das sogar recht langweilig, deswegen denke ich mir so, hey, das muss jetzt nicht in der Aufnahme sein, das ist nichts Großartiges. Das Einzige, was vielleicht interessant wäre, wäre die Erkundungen, die ich hier auf Uraya getätigt habe. Die Erkundungen sind aber... Ich habe ein paar interessante Orte entdeckt, sagen wir es mal so. Aber... Ja. Ich muss mich ja auch langsam mal ranhalten, denn irgendwann ist das Projekt, das soll ja auch langsam mal an Fahrt aufnehmen. Ich meine, hallo, wir sind jetzt in Part 18, denke ich. Und... Hä? Wir sind immer noch recht am Anfang vom Spiel. Ich meine, wir sind jetzt immer noch dritte Kapitel. Aber ich gucke mich halt gerne um. Ich mache das halt total gerne. Ich gucke mir an, was die hier zu verkaufen haben. Nette Texturen verkaufen die hier und schöne Bilder. Ja, der olle Girdes, der verkauft seine Bildchen hier. Das hast du toll gemacht, du bist echt ein richtiger Künstler. Kaum vergessen wir. Wir gehen aber erstmal weiter. Ich bin heiß drauf zu sehen, wie es jetzt weitergeht. Ja, und da beginnt es auch schon. ここは劇場のようですが。ええ。俺の知り合いな。ここの劇団で座長をやってるんだ。へえ、劇団か。今の時間はちょうど公演中か。ついでだ。劇を覗いていこうや。英雄アデルの生涯。なんだか興味深いですね。俺演劇って見たことないよ。 Yay, Theater! Warte ich schon mal im echten Leben im Theater? その時私は見た。暗黒の力が全てを飲み込む様を。 人もアルスも暗黒の渦へと飲み込まれていく姿を。このままでは世界は終わる。終わってしまう。
ただ あなたは天の聖杯、神のしもべ。どうか我に力を、この世界に光を。 こうして暗黒は払われた。しかしその代償は大きかった。 多くの大陸が雲海の底へと沈んでいったのだ。神のしもべよ、そなたのおかげで世界は救われた。その命の代償、我が償おう。我は語り継ぐ、そなたの伝説を。我の名と共に永遠に。 Und zwar doch toll. Mymoma Theater, Reisepunkt der Deck. Super, was wollt ihr erzählen? Genau, ihr wart jetzt schon mal so in einem echten Theater? Ich kann mich, das letzte Mal, wo ich in einem Theater war, da war ich, glaube ich, noch, ging ich noch zur Schule. Und da war Frau Holle bei uns im Theater. Ich fand das halt sehr, sehr lustig. Könnte man mal wiederholen, da mal wieder hinzugehen. Fand ich recht spannend. Aber wisst ihr was? Wisst ihr, woran man ein gutes JRPG erkennt? Sollte das verraten? In jedem guten JRPG gibt es ein Theater drin. Das ist nicht nur bei Final Fantasy 9 so. Das ist bei Final Fantasy 7 so. Und auch bei diesem Teil hier. Ja. Ich mag das. Ich finde Theater in Spielen richtig gut. Immer wenn die gut in Szene gesetzt sind, finde ich immer ganz gut. Die haben ein bisschen so Amateurhaftes. Aber die stellen halt die eigenen Spiele immer mit auf die... Nehmen Sie ihn mit auf die Schippe. Ich finde das immer ganz erfrischend, so ein Theater. Hi, Iona. Was? Ups, ich wollte nicht so weit runter die Kamera. Was geht bei dir? Sucht ihr Opa? Der ist in sein Zimmer am hintersten Ende dieses Korridors hier. Schau doch mal bei ihm vorbei, Onkel Van Damme. Über einen Besuch würde er sich bestimmt freuen. Ja, dann gucken wir mal. So, erstmal die Kamera wieder ein bisschen weiter runter. So, und dann gehen wir mal weiter. Auf der Minimap sehen wir ja schon, wo wir hin müssen. Aber hier war eine Absperrung. Aber ist hier ein... Achso, okay, geht's wieder in Theater rein. Egal. Gut, gehen wir weiter. Nee. Chotto masuku nai? Masui tte nani ga? Datte, ima no are Homura no koto daro? Nande yori niyotte enmoku ga are nano? Shiranai yo, sonna koto. Anta, chanto follow shitoki na yo. Follow tte dou yatte? そんなの自分で考えなよ。ええ、なんだよそれ。あのさ、今の舞台さ、すごかったですね。布がまるで本当の雲みたいに動いて、あれどうやってるんでしょうね。え、ああ、うん、すごかったよね、あの雲、すごかったな。 で、何言っとるんじゃお前は。殴ることないだろ。わかんないよ、どう言ったらいいのかなんて。
入るぜ、じいさん。おいおい、また増えたんじゃないか？なんだ、バンダムか。人の趣味にケチをつけるな。戦友相手になんだはねえだろう。戦友？ああ、傭兵団を作る前はフリーでな、若さに任せてコールのじいさんとあちこちの戦場を駆け巡ったもんさ。情にほだされてすぐ露伴にする誰かのおかげで金にはならんかったがな。そりゃお互い様だろう。劇団なんか始めやがって。で、今日は何の用だ？じいさん、無駄に長く生きちゃいないだろう。知らないか、世界中に渡る方法を、楽園への生き方を。楽園だと？行ってどうする？あそこには、そのコアクリスタル、あんたは、あんたが目覚めたってことは、ドライバーは。俺さ。お前が？まさか子供とは。どうだじいさん、知っていたら教えてくれんか。世界中への渡り方を聞きに来たということは、一度は行ってみたんだな。うん、でもダメだった。だろうな。あれがいる限り誰一人として世界中には渡れん。あれは世界中を守っている。だが、かつてただ一人だけ世界中を登り、神に会いに行った者がいる。世界中？本当に？うん。その男なら、あれのことを、世界中への渡り方を知っているかもしれん。それは誰？コールさん、教えてくれ！俺はどうしても楽園に行きたいんだ！教えてもいいが、その前に二人だけで話をさせてくれないか。そこの天の聖杯と。ホムラと？わかりました。奥へ。コールさんなんでしょ？あの物語を書いたのは。すまなかったな、思い出させてしまったか。いいえ、とても懐かしかった。無理せんでいい。本当にすまなかった。残したかったんだ、あの時のことを誰かに伝えたかった。あの時のわしらの姿を。再び使うのか、あの力を。わかりません。この世界、二度は耐えられんぞ。わかっています。できれば使わないでいたい、そう願っています。でも、世界中への生き方を知っているのはあの男だけだ。会えるのか、あの男に。それを確かめたかった。会います。それが私の運命ならば。そうか、さっきの少年。レックスって言います。とっても元気で優しい人です。どことなく似ているな。ええ、わかった。力を貸そう。ありがとう、ミノチさん。ミノチか。その名忘れていたよ。さて、どこにしまったかな。おじいちゃん大丈夫か、じいさん。大丈夫だ、すぐ収まる。心配ない。心配ない。今日は引き上げた方が良さそうだな。
悪かったな、じいさん。いや、よければ明日また来てくれ。渡したいものがある。行くぞ。宿の当てはある。Okay. Der Opa ist... Dem geht's nicht sonderlich gut. Können wir hier nochmal rein? Der ist nicht sonderlich gesund, würde ich mal sagen. Aber wir gucken mal. Tür zu Cold Zimmer. Was haben wir denn hier? Was ist hier drinne? Ein Bett. So, raus! Mach die Tür wieder zu, kann ich die Tür wieder zumachen? Die anderen bleiben draußen, ich und Pyra vergnügen uns hier erstmal. Okay? Ich bin... Das wäre nett, ne? Ist ja nett. Es bewahrt ja also einige Schätze auf, aber irgendwie ist das hier... Ich dachte, hier wäre jetzt zumindest eine Truhe drinne. Naja, gut, dann ist dem nicht so. Dann gehen wir jetzt erstmal raus. Ich meine, wir sollen jetzt sowieso erstmal raus. Wo sollen wir jetzt eigentlich hin? Sollen wir hier übernachten? Oder was wurde gesagt? Ich weiß es... Ah, nee, doch. Wir müssen wahrscheinlich übernachten, ne? Gut, dann sind wir wieder... Oh, ist das hell. Was sagt die Map? Okay, wir müssen jetzt hier eh runter. Dann springen wir doch mal, ne? Oh. Worauf die bloß warten? Ich habe keine Ahnung. So, erstmal auf dem Dach. So. Schöner Ausblick, ne? Ja, ich weiß. Bin ja froh, dass man kaum Fallschaden bekommt bei der Höhe, ne? Ich meine, das tut nur 525 weh. Ich meine, ist doch nichts. So, wir gehen erstmal hier im Gasthaus Fulmari bei Delin pennen. Hi. Aber bevor wir da pennen, gucken wir uns erstmal nicht um, was hier Sache ist. Also ich meine, man geht dann einfach enger in ein Hostel oder Hotel rein, um nicht mal zu wissen, und man weiß halt nicht mal, wie es aussieht. Das macht halt keinen Sinn. Dementsprechend muss man sich schon mal ein bisschen ein Bild verschaffen. Ja, so. Gut. Hallo Van Damme, lange nicht gesehen. Die heutige Übernachtung geht aufs Haus, also ruht euch mal richtig aus. Cool, freuen Sie sogar. Ja, mach ruhig. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Und macht keine Pause. Hontoni, Kyoa, Natsukashi, Kotobakari da. Ittokuga, Dosokai, Ostakte, Kitawage, Janese.天の聖杯ならもう旅立ったよ。同じ根を持つ者よ。ふ、抜け抜けと。ずいぶんとお体の具合が悪いようですね。この町にはいい医者も力を持ったブレイドもいないようだ。僕とカムイなら、その体に滞ったエーテルの流れを正常に戻せる。あなたの命を。ながらえさせることができるんです。無粋な取引だと思われたくありませんが、あなたにとって悪い話ではないはずです。僕たちにちょっとだけ力を貸してください。そうすればあなたはまだ生き続けることができる。己の誠意に固執することなどもうありえんよ。わしは十分に生きた。引き取った難民の子供たちが悲しみますよ。子供たちは皆強い子だ。茶番ですね。この上もなく陳腐なセリフだ。残念です。どうした？出てきてください。先ほどの話聞いていたのでしょ。あなたならおじいちゃんを助けられる？もちろん助かるよ。そう、ほんのちょっとだけ
力を貸してくれるだけでいいんだ。ここはあなたが来るところじゃない。釣れないな。俺にだってここに来る権利はある。昔話をしに来たわけではなさそうね。ミノチのところのガキを預かっている。お前が目覚めた場所まで来い。覚えているよな。もちろん一人でな。トイレかな。じいさん、どうしたんだ。イオンがいなくなった。 おそらく奴らだ。奴らって？お前たちが帰った後、メツと、もう一人の男がわしのところに。メツだって？もう一人って誰？名は知らん。赤いメガネをした男だ。義経か。でも何が目的であいつらイオンを。まさかニア、ホムラは？私が起きた時にはいなかった。誰も会ってないの？ホムラ、もしかしてイオンのことを知っていたんじゃ。ありえる話だ。あの二人ならば。バカ野郎、一人で助けに行ったのか。でもどこに？崖置きとかは？ない。あったら気がつくよ。場所はわかる。おそらくはカラムの遺跡。カラムの遺跡？500年前、英雄アデルが率いた抵抗軍決起の地。天の聖杯が目覚めた場所だ。メツのことだ。天の聖杯を誘い出すとすればそこしかない。コールさん、カラムの遺跡はどこ？大階段を登った先だ。バンダムさん。おう親父、このじいさんを頼む。へっへい、急ごう。今からなら追いつけるかもしれない。Da schrecken Sie nicht mal davor zurück, Kinder zu entführen, ne? Ja, kann so bleiben. Da schrecken Sie nicht mal zurück vor Kindesentführung zurück. Ich meine, hallo? Bitte? So, wo müssen wir denn jetzt hin? Was sagt denn die Karte? Was sagt die allgemeine Schnellreisekarte in Uraya? Okay. Mehr? Ne, da müssen wir ja nicht hin. Kopf? Ne, Garfond müssen wir sowieso nicht hin. Wir müssen, auf jeden Fall müssen wir irgendwo nach oben, aber da. Irgendwie. Wir gucken mal. Wie sieht sich hier die Karte hier aus? Ich denke mal, so wie das aussieht, ich lass die Karte jetzt erstmal so, müssen wir hier lang und dann einmal rum. So, ein bisschen gucken. Hier war ich ja noch nicht. Ist hier vielleicht ein... ja, sogar ein Schatz ist hier, wo die trainieren. Nehmen wir mal, ne? Gut, kriegen wir sogar auf. Das ist schön. Und noch einen weiteren Kernkristall. Das ist auch sehr gut. Mit Leuten reden wir nicht. Ist hier vielleicht eine Sackgasse was? Okay. Dann gehen wir mal. Denk mal, hier sind wir richtig. Ja, ich denke, hier sind wir richtig. Sebenpalast. Okay. Ich würde gern... Ach ja, oh Scheiße. Wir müssen die Klinge wechseln, weil ich
sie ist total schwach. Ich meine, sie hat sich gerade erst erhalten. Da müssen wir zumindest ihn wir nehmen. Und als zusätzliche Heilung nehmen wir mal nochmal unseren Finch. Finch. So, da haben wir wenigstens zwei. Gut. So. Wir können jetzt hier runter surfen, denke ich, oder? Kann man das? Kann man das? Also müssen wir wieder hochlaufen. Das machen wir noch, machen wir noch. Ich will mich immer hier umgucken. Ich meine, wir müssen jetzt sowieso erst da als nächstes da hoch, aber das lohnt sich jetzt nicht anzufangen. Deswegen gucke ich mich hier noch ein bisschen in der Stadt um. Dann können wir so lange auch verzeihen, oder? Ich meine, vorher ist doch auch ein bisschen interessant, mal noch die Stadt zu erkunden in den letzten paar Minuten. Ihr könnt auch schon abschalten, wenn ihr es nicht wollt. Aber so ein bisschen umgucken kann man, ja. Ist das eine Leiter? Tatsächlich. Gehen wir gleich lang. Dann im nächsten Part möchte ich dann den Part beginnen, in dem ich da hochgehe. Jetzt gucken wir uns hier noch um. So. Der Hafen. Sogar ein Reisepunkt ist das. Der guckt auch nur so. Lass mich hier raus. Der Titan. Aber sonst ist ja nichts, ne? Nicht ein Schatz, nichts. Vielleicht hier hinter. Da, ich habe was gesehen. Nice, guck mal, Spürnase. Oh, lol. Ein seltener Kernkristall, gut. Ist wahrscheinlich eh sowieso nichts Besonderes, von daher. Ne, es war selten, aber ja. Ich und mein Glück mit, ne? Ja. Ich habe sowieso kein Glück, was das angeht mit den Kernkristallen. Ich meine, 27 Kernkristalle und da war halt nur ein Rare Blade drin. Ich meine, hallo? Das geht doch gar nicht. So, gehen wir mal hier um die Ecke. Vielleicht ist hier was versteckt. Ein Secret Hunter Miku ist wieder unterwegs. Kennt ihr Mario? Bei Super Mario Bros. 3 habe ich auch. Ne, ich glaube in der ersten, zweiten, dritten oder einfach einer der Anfangspart war ich auch leer. Richtige Spürnase, Secret Hunter Miku wieder unterwegs. Das geht immer ganz gut. Denn ich spüre Secrets auf. Ich spüre sie auf. Wie sie noch nie jemand aufgespürt hat. Guck dir den mal an. Der chillt da. Und denkst du so, Alter, lass mich in Ruhe. Okay, ich lass dich in Ruhe. Keine Angst. Ich sehe noch irgendwas. Ich meine, wir gehen jetzt hier ganz gechillt so überlang. Und machen so gut wie gar nichts. Vielleicht versteckt sich hinter den Container noch was. Ah, komm, da muss was sein. Secret Hunter Miku. Ah, hab ich da. Ah, sag ich doch, Alter. Könnt ihr ruhig glauben. Woher ich das denn weiß? Oh mein Gott. Ja. Es sieht auf jeden Fall sehr geil hier aus, muss ich schon sagen. Es sieht schon sehr cool aus. Mancher wünschte ich mir, so Videospielstädte würde es im Echt geben. Da wäre ich der Dauergast. Jetzt mal ernsthaft. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Gucken, was da nach oben ist. Was man überhaupt noch machen kann. Oder ob vielleicht hier noch ein Schatz irgendwo lauert. Das weiß man ja vorher nie. Ich finde es übrigens schade, dass die Blades nicht klettern können. Das ist mega schade. Naja. So, da waren wir ja schon, aber wir waren noch nicht ganz oben. Da waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Auf den Dächern. Und da ist sogar was. Ob wir das aktivieren können, ich weiß es. Ich bin da skeptisch. Nee. Na, ah, Talent unzureichend. Vielleicht später. Ob ich das auch im Let's Play vielleicht zeige, da habe ich noch keine Ahnung, ob ich das alles in einem Let's Play schaffe. Dementsprechend will ich euch nichts versprechen. So, wir sind jetzt mal hier runtergesprungen und dann gehen wir nochmal vor die Treppe, um mich dann auch gebührend für diesen Part zu verabschieden. Ja, so. Und da gehen wir gleich hoch, im nächsten Part, bei dem Heiligen Tor von Fontana. Erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Und haut rein, bis zum nächsten Mal bei Xenoblade Chronicles 2. Ich bedanke mich. Tschüss.